Ja, Mazedonien, meine Freunde, die sind komplett durchgebrochen hier oben und haben ja eigentlich fast komplett die Kontrolle über Griechenland übernommen. Und damit dürfte Mazedonien tatsächlich relativ bald schon die Griechen zu Fall bringen. Dürfte natürlich den Griechen nicht passen, aber ja, trotz ägyptischer Hilfe wohlgemerkt. Und übrigens, Griechenland selber, also die hellenische Republik, die gibt es immer noch. Also wir haben das griechische Emirat. Ne, Emirat. Das sind in dem Fall die Fundamentalisten hier. Und dann haben wir die Hellenische Republik. Und ja, Mazedonien haben wir auch noch hier. Und dann haben wir natürlich noch Kurdistan und Syrien. Die streiten sich alle um die Vorherrschaft. Aber jedenfalls, wir haben hier einen kompletten Herrscherwechsel sehen, so wie es ausschaut. Und apropos Herrscherwechsel, die United States. Jetzt hier bei uns in unserer Zeit eine der stärksten Nationen der Erde. Werden aufgeteilt zwischen Kanada und Mexiko. Und ich bin mir auch sicher, dass die auch untereinander sich noch boxen werden. Tansania hat jetzt Uganda noch den Krieg erklärt. Aha. Aha. Da ist der Backstab, der den Krieg zwischen Uganda und Kongo beenden wird. Welch bösartige, hinterhältige Aktion hier. Nicht sehr freundlich. Kambodscha hat Russland den Krieg erklärt. Okay, was ist das jetzt hier? Georgien, Ghana, Indonesien, Myanmar, Mazedonien, Tschetschenien, Nigeria, Indien, Griechische Emirat und Hellenistische Republik wurden alle gesnackt. Also Georgien, Ghana, jetzt muss ich kurz, pass auf. Also Georgien, nein, nicht das hier, das hier. Georgien, dann Ghana. Ghana. Dann Indonesien. Und tatsächlich auch mal wieder Myanmar. Haben allesamt. Und oh, Mazedonien. Ah, fast lol. Fast Mazedonien vergessen. Ja. Okay. Damit herrscht jetzt Mazedonien. Nein! Mit 100, über 100 Fabriken und einer Kernbevölkerung von 168 Millionen, auch sehr stabil. Tunesien drückt weiterhin Stück für Stück. Aber wir sind jetzt hier oben, müssen wir aufpassen, da stehen drei Divisionen, die eingekesselt sind. Ha. Das ist aber nicht so toll. Ja, natürlich, Kollege Fajet al-Sarai oder wie der heißt, der gibt natürlich nicht kampflos auf. Die United States geben auch nicht kampflos auf, aber das wird jetzt hier eine easy Ding. Ich wollte jetzt aber auch nicht die United States 1 gegen 1 kämpfen lassen, weil das wäre eindeutig für die United States ausgegangen. Das Einzige, was wir jetzt noch kurz machen, ist ganz dreist. Wir lassen jetzt hier noch ein paar Staaten sich gegenseitig den Krieg erklären. Oder auch nicht. Hä? Warum geht das nicht? Ach, die sind schon im Krieg miteinander. Ach, da schon her. Sachen gibt's. Okay, gut, dann schauen wir einfach mal, was jetzt hier unten so passiert. Okay, Honduras hat gar keine Truppen. Er war jetzt nicht so klug von Honduras, keine Truppen zu haben. Und seit wann sind die da im Krieg eigentlich? Warum sehe ich denn schon wieder nichts? Ach, die haben alle keine Truppen. Ach so. Okay, Guatemala hat das Ding jetzt für sich entschieden. Dann dürft ihr euch freuen, denn ihr bekommt hier auch wieder. Meine Güte. Wenn du einmal raus bist, bist du raus. So. Und Tansania und Kongo haben sich Uganda einverleibt. Habt ihr ganz toll gemacht. Was ist das denn? Georgien? Hä? What the fuck? Georgien hat sich hier. Oh. Ägypten wurde aufgelöst. Ich verstehe. Kurdistan hat den Syrern den Krieg erklärt. Das ist interessant, weil es jetzt auch vor allem interessant wird, mit anzusehen, wer sich mit einmischt. Ich denke, normalerweise sollten die Syrer deutlich überlegen sein. Yes. Okay, die Syrer machen jetzt auch hier relativ kurzen Prozess, sind die schon komplett durchgebrochen. Mit den United States eigentlich, die kämpfen immer noch. Haben sogar Gebiete in Kanada erobert irgendwie. Da gibt es so eine Crack-Unit, die wahrscheinlich wirklich auf Crack ist.
Und ich will immer, wenn ich dieses Zeichen, ich will immer die Truppen selber zuweisen. Ich weiß nicht, das ist irgend so eine Krankheit von mir. Immer wenn ich dieses rote Mannschkele da oben sehe, habe ich dieses Bedürfnis, eigentlich die Truppen irgendwie selber zuzuweisen. Surprise, geht nicht. Gerne hat Myanmar den Krieg erklärt. Was? Mhm. Nicht so stark, die Südafrikaner. Mit fast 500.000 Mann. Aber trotz allem machen sie nichts. Nicht so wie die Finnen. Das ist voll low von den Finnen, jetzt die russische Föderation anzugreifen, die eigentlich gerade dabei ist, die andere russische Föderation kalt zu machen. Kurdistan hat jetzt noch Georgien. Was ist das hier? Russische Föderation. Okay, gut. Alles klar. Und Mexiko und Kanada haben die United States, hoffe ich. Nein, ach Gott, echt jetzt. Warum haben sie die nicht komplett erobert, bitte? So, Syrien hat, wie erwartet, sich die Kurden einverleibt. Und dann auch hier das gleiche Schauspiel. Alles zu Kerngebieten machen. Ja, mal gucken. Kriege gibt es tatsächlich gar nicht mehr so viele, glaube ich. Also stehen auch einige da. Deutschland ist noch im Krieg mit Schweden, aber wie gesagt, da wird niemals was passieren. Weil sowohl Schweden als auch Deutschland keinen Zugang zueinander haben. Und die Tschechen haben den Irak den Krieg erklärt. Da geht es vor allem um die Gebiete hier oben, die die Tschechen sich jetzt einverleiben möchten. Und natürlich auch erfolgreich einverleiben konnten, weil der Irak hier keine Truppen herbringen konnte zu keinem Zeitpunkt. Und den Irak gibt es ja immer noch. Pushen jetzt sogar wieder ein bisschen zurück, aber mal gucken, wie lange das noch funktioniert. So, jetzt haben die wieder Kasachstan den Krieg erklärt. Ich werde nicht mehr da. Also ob die Kriege hier jemals enden, ich habe ja keine Ahnung. Singapur in der Zwischenzeit weiterhin mit tiefen Durchstößen ins kambodschanische Herz, die ihn mit... Ja, die einige Probleme haben eigentlich. Ich kann mir vorstellen, dass es immer wieder... Oh. Das ist nicht gut. Also Kambodscha... Ist das eine dritte Nation? Warte mal. Nee, ist nicht eine dritte Nation. Oder? Doch, das ist eine andere Nation. Das ist... Es gibt drei Russlands jetzt hier in der Zwischenzeit. Die vermehren sich im Minutentakt. Vermehrung durch Zellteilung. Ein Russland, zwei Russland, dann vier Russland. Was verteidigt ihr da oder was bewacht ihr da? Da gibt's nichts. Nur Tod und Verderben. Syrien hat Georgien den Krieg erklärt. Kongo hat Ägypten den Krieg erklärt. Zwei Kriege, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich weiß. Also in Ägypten gibt's. Doch, Ägypten gibt's noch. Haben aber keine Truppen mehr, die sind ja komplett besiegt worden. In Kongo geht's vor allem um diese Provinzen da unten. Also Ägypten war ja eine Supermacht, ist jetzt aber hart bestraft worden. Georgien hingegen, die sind nicht ganz so einfach für den, für die Syrer. Italien hat Frankreich den Krieg erklärt. Ja, das ist okay. Das Problem ist nur, Frankreich und Italien und Spanien werden es niemals schaffen, beim anderen zu landen, weil sie alle keine Schiffe haben und auch niemals haben werden. Ja, Singapur hat das Problem, denke ich mal, dass da einfach wahrscheinlich die Manpower fehlt, oder? Aktuell geht's noch. Kongo hat Myanmar den Krieg erklärt. Das ist halt auch eher eine langweilige Kriegserklärung. Russland hat Russland den Krieg erklärt. Sehr schön. Fehlt nur noch, dass Russland, Russland und Russland den Krieg erklärt. Dann sind wir alle happy. Dann werde ich nochmal kurz Unruhe stiften. Und lasse Guatemala gegen El Salvador kämpfen. Nicaragua gegen Costa Rica. Und Ecuador gegen Panama.
Ja, einer muss ja jetzt hier mal ein bisschen Unruhe stiften. Wir lassen einfach so ein paar Nachbarn hin und wieder gegeneinander kämpfen. Ja, gut, jetzt gehe ich was wieder zurück. Halte mich wieder raus. Afghanistan wäre halt interessant, wenn die mal... Wobei ist Afghanistan ist halt echt schwach. Mohammed Omar, 28.000 Mann, mit denen kann er halt gar nichts machen. Äquatorial Guinea hat Kongo den Krieg erklärt. Guatemala, ja, das war zu erwarten. Okay, Guatemala hat hier einen easy win errungen. Wird dafür belohnt. Nicht so. So werden sie belohnt. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, weil jetzt eh nichts passiert, die Staaten haben eh alle keine Ländereien, keine Truppen, deswegen dürft ihr jetzt alle mal Guatemala den Krieg erklären. Ecuador hat noch zwei Staaten übernommen von Dingenskirchen wahrscheinlich. Also die Länder jetzt jedenfalls auch mal weg. Und Myanmar hat... Moment. Tansania hat Myanmar den Krieg. Also Myanmar ist jetzt langsam... Und Myanmar ist verbindet mit Kambodscha? Hä? Verstehe ich nicht ganz. So, Costa Rica... Nein. Nein, 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 nein. Also so läuft das nicht. So läuft das nicht. Ihr und ihr geht beide an Guatemala. Ob die wollen oder nicht. Ist mir scheißegal an der Stelle. So, bereitet euch vor auf weitere Kriege. Nämlich zwischen den United Mexican States und Kanada. Ah, dürfte ein interessanter Krieg werden. Aber wobei, Mexiko hat erstmal mehr Divisions im Feld. Hier unten machen wir das gleiche Schauspiel. Hier darf allerdings Chile gegen Ecuador kämpfen für den Anfang. Mal gucken, wer das Ganze dann in Südamerika für sich entscheidet langfristig. Irak hat es echt geschafft, nochmal all diese Hindernisse und Probleme hinter sich zu lassen. Hey. Oh, Singapur, Alter. Das wird eine Machtübernahme vom Feinsten, weil die gerade Kambodscha so hart kalt machen. Einzige, was wir nochmal machen könnten, wir können jetzt nochmal ganz kurz das gesamte Spiel ficken. Und lösen alle Factions auf. So. Damit wurde nämlich dann zum Beispiel Venezuela komplett annektiert und Chile sowie Brasilien haben Gebiete bekommen. Und Chile... Ich da euch jetzt viel Spaß wünsche, weil Chile hat gerade ganz andere Probleme, oder? Schaut es in dem Krieg generell so aus? Ecuador. Ah, Chile ist nicht so schwach. Chile ist nicht so schwach. Also, das schätzt mir Chile nicht. So, hier haben wir einen relativen Stillstand aktuell noch. Mal gucken, wie das langfristig ausgeht. Ich sehe aber persönlich Mexiko hier im Vorteil. Ich nehme es zurück. Kanada hat deutlich mehr Militärfabriken. So rein theoretisch ist da alles möglich. Ah, Guatemala hat jetzt Ecuador. Ja, dann geht's auch wieder los, ne? Man muss noch ein bisschen Krawall stiften. Hat Guatemala, die sich hier noch einmischen. Was ist das hier? Nicaragua? Hä? Was ist das denn jetzt? Mach keinen Scheiß hier. Also echt. Guatemala, ey. Glaubt die Spinnen. Ich glaube, wir lassen jetzt dann Deutschland gegen die Tschechen kämpfen, oder? Hätte ich schon mal Bock drauf. Wir müssen jetzt ein bisschen mal für eine Entscheidung sorgen langfristig. Wir lassen jetzt Italien gegen Spanien kämpfen. Wir lassen jetzt Italien gegen Spanien kämpfen. Und wir lassen Deutschland gegen die Tschechen kämpfen. Dann lassen wir außerdem noch die Bulgaren gegen Mazedonien kämpfen. Ja, Myanmar müsste man eigentlich auch mal irgendjemanden entgegenschmeißen. Aber die haben aktuell noch so viel Action da drüben, dass wir uns das sparen. So, jetzt schauen wir mal. Deutschland gegen die Tschechen, Italien gegen Spanien und Bulgarien gegen Mazedonien. Schauen wir mal, wer die Duelle für sich entscheidet. Die Tschechei ist aktuell erstmal stark am Expandieren. Sehr interessant auch.
Deutschland zusammen mit den Irakern und den Kubanern. Deutschland hat erstmal mehr Divisionen und deutlich mehr Fabriken. Also die Tschechen mit einer ersten Erfolgsoffensive, aber jetzt kommt halt Deutschland. Deutschland startet sofort in der gewaltige Gegenoffensive. Was ist das hier eigentlich? Das ist auch die Niederlande. Und das ist The Dutch Empire und das ist Benin. Was auch immer die da verloren haben. Okay, sehr spannende Konflikte. Die Tschechen kriegen gerade richtig auf die Schnauze. Verluste 7.000 zu 10.000. Deutschland mit höheren Verlusten. Ist aber alles rot gerade für die Tschechen. Hat es aber echt geschafft, fast bis nach Berlin vorzupushen. Okay, das ging jetzt echt schnell. Mazedonien hat sich hier dann doch relativ eindeutig jetzt. Diese Gebiete zugeführt. Und hat jetzt eine Kernbevölkerung von 200 Millionen und 120 Fabriken. Mann. Da stehen ein paar tschechische Divisionen. Das juckt aber keinen. Ist auch interessant. Italien gegen Spanien, das ist... Oh Gott, geht mir das auf den Sack. Ich will da hinklicken und dann switcht irgendwas weg und dann klicke ich woanders hin. Okay, sehr ausgeglichen. 240.000, vor allem Suriname ist ja nicht mit dabei. Das heißt, wir haben zwischen Spanien und Italien fast identische Stats. Das heißt, der Sieger wird hier wirklich einzig und allein durch Verluste entschieden. Geil, lieben wir. So, dann machen wir auch mal neben... Okay, das wollte ich jetzt tatsächlich gar nicht. Dann. Okay, da muss ich jetzt kurz gucken. Tag Angola. Können wir so machen. Jawohl. Erklären nämlich weitere Kriege. Dieses Mal in Afrika. Aber die Länder dürfen noch nicht in Kriegen stecken. Das ist mir so ein bisschen das Wichtigste. Mauretanien gegen Ghana. Wobei Ghana hat auch schon einen Krieg am Laufen. Burkina Faso gegen Mauretanien, denke ich mal, wäre das sinnvoll, so bei Burkina Faso gar keine Truppen. Das heißt, da kann ich sogar einfach mal ganz dreist Folgendes machen und die hier annektieren lassen. Na, Irak. Da kommen sie nicht durch oder unten auch nicht. Das ist ein Grindfest. Dann machen wir den nächsten Konflikt. Der dürfte, glaube ich, richtig interessant werden. Nämlich zwischen Mazedonien und Syrien. Und da dürfte sich auch ein bisschen eine weitere Supermacht dann gründen oder halt nicht. Das werden wir jetzt sehen. Georgien hat noch Myanmar den Krieg erklärt. Kann ich jetzt so nicht direkt nachvollziehen. Bei Georgien, wo ist denn Georgien überhaupt? Georgien hat überall Truppen. Aber die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Deswegen keine Ahnung. Digga. Singapur existiert einfach wieder. Die haben die ganze Zeit existiert. Die sind jetzt einfach nur unfassbar stark geworden. Und China hat Gebiete übernommen. Die hier oder was? Ah ja. Krass. Singapur hat Kambodscha zu Fall gebracht. Hätte ich nie geglaubt. Mit einer Kernbevölkerung von 1,2 Milliarden. 1,5 Milliarden eigentlich, weil ich habe die anderen Gebiete auch gekernt jetzt. Beziehungsweise konnte ich noch nicht kernen, weil die mit denen noch im Krieg liegen. Ah, ich verstehe. So, Mazedonien gegen Syrien. Auch ein durchaus interessanter Konflikt. Verluste deutlich höher auf Seite der Syrer. Wo hat denn Georgien seine Provinz? Bin ich jetzt ganz blöde? Ach, da unten. Lol. Da unten ist auch eine Front noch. Syrien aber aktuell überlegen. Und tatsächlich, Tunesien pusht weiter in Libyen rein. Und Spanien... Ah, da geht nicht viel zwischen Spanien und Italien. Das ist ein relativer Stillstand. Iran hat Kasachstan zum x-ten Mal angegriffen. Die Tschechei
tief im deutschen Territorium. Mauretanien hat Gambia angegriffen. Ja, genau. Ah, Mazedonien greift hier an. Ja, Stück für Stück. Wann ist es da? Weil Syrien pusht wieder zurück. Syrien pusht auch hier in der Türkei. Muss man mal gucken. Wenn Syrien das schafft, hier zu gewinnen, dann sehe ich aber auch Syrien als großen Player. Russische Föderation hat echt das Comeback hier geschafft, ne? Das glaubt einem auch keiner, Alter. Dass sie das Comeback schaffen. Hätte ich nicht geglaubt. Iran hat Kasachstan integriert. Herzlichen Glückwunsch. Wie viele Truppen haben denn die? 260.000? Okay, Myanmar ist schon relativ stark. Mal gucken. Myanmar gegen Iran und Singapur wäre vielleicht ein interessantes Duell. Aber ich würde sagen, der Iran hat erstmal total viel Bock. Weil Afghanistan hat bis jetzt gar nichts gemacht, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Da muss jetzt mal was passieren. Neutrale Außenpolitik am Arsch. Gibt's hier nicht. Jetzt hat's auf ein Vierkriegsspiel. Und Tunesien hat es jetzt dann wirklich geschafft und dürfte Libyen jetzt hier noch zu Fall bringen. Jetzt warte mal. Oh ja. Jetzt warte mal noch mal ganz kurz, aber das sieht erstmal sehr, sehr gut aus. Benghazi dürfte ebenfalls gleich abkratzen mit. Und dann fällt Libyen. Und Tunesien, ja, mausert sich auch Stück für Stück zu einer immer stärkeren Nation. Syrien auch, weiterhin offensiv, kommt auch gut voran. Estland und Russland haben eine White Peace für... Nee, also da machen wir jetzt folgendes. Die werden von denen geschluckt. Wir wollen ja immer weniger Länder. Am Ende soll ja nur noch eine Nation existieren. Bringt mir nichts, wenn da so kleine Vasallenstaaten existieren. Aber gut, ich würde sagen, an der Stelle bin ich erstmal raus für heute. Es bleibt spannend. Deutschland auch schon mit einer halben Million Mann fast. Wir haben ein paar Powerhäuser. Der Krieg hier, da passiert auch fast gar nichts mehr. Ja, auch hier in Ecuador gegen Guatemala. Also auch hier in Afrika wird es, in Südamerika wird sich bald entscheiden, wer herrscht. Genauso wie in Südafrika und in Asien. Ich bin raus für heute. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.